So, ich sehe ihn jetzt nicht. Ich laufe jetzt einfach stumpf da durch. Ja! Chaka! So, ich werde jetzt hier speichern. Game saved? Game saved. Oh, nicht schon wieder. Oh, nicht schon wieder. Schnell weiter. Wenn ich jetzt gespeichert... Nein! Oh, scheiße. Jetzt habe ich auch noch gespeichert. Oh, kacke. Oh, kacke. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Ich will nicht schon wieder von vorne anfangen müssen. Ist er noch da? Ja, ist er. Bleib mal hier stehen und ich guck mal, ob wir das hinkriegen. Näher, wenn ich jetzt blinze? Ja. Scheiße. Oh, und du bist zu fett. Ich komm nicht durch. Scheiße. Na, gucken wir dich dann in der Zeit meiner Nahperspektive an, so lange, bis ich wieder blinzeln muss. Jetzt. Tschüss. Gucken, ob ich da irgendwie rauskomme oder ob der nach dem Speichern da immer noch, nach dem Laden immer noch da steht. Oh, das ist aber jetzt echt bitter. Ehrlich, das ist jetzt echt bitter. Ich laufe jetzt mal direkt weiter. Steht nicht vorbei. Lass mich vorbei! Finde ich nicht lustig, ehrlich nicht. Jetzt bin ich da durchgekommen. Nach 500 Millionen Versuchen. Und jetzt stellt er sich mit seinem fetten Arsch da einfach in die Tür rein. Blöder Sack. Oh, jetzt du auch noch. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Ihr kesselt mich jetzt zwischen diesen beschissenen, jetzt tot oder kommen wir jetzt in seine... Ah, wir kommen wieder in die Dimension. Na, dann gucken wir uns die halt nochmal an. Ist jetzt mal was anderes. Die haben wir jetzt nicht auch schon zu Genüge gesehen. Was? Ich kann's kaum lesen. Your hair smells so nice. Mm, deine Haare riechen so... Bisschen pervers, weißt du das? Ich bin wieder draußen. Wahnsinn. Lass mich ein bisschen beruhigen. Mach hier nochmal zu. Ich fühle meinen Rücken mal so angreifbar. So, ist der Erdnussflip jetzt da drin? Ich sehe ihn mal nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir jetzt... Können wir rennen? Ja. Nicht sonderlich gut, aber wir können rennen. Probier's mal. So. So. Ist den Weg jetzt freigegeben? Du hast den Weg freigegeben. So, und wie ihr seht, die Gänge hier sind noch ungemütlicher als alles andere. Doch First Aid Kit. Das benutze ich jetzt mal. Ich habe Schmerzmittel genommen. Jetzt hat er sich hingesetzt. Ich weiß nicht mehr, wie ich wieder aufstehe. Ruckel, ruckel. Steh wieder auf. Was ist bloß hier unten? Sich definitiv nicht gesund an und so, als würde ich gleich wieder kreischen. Hallo? Da liegt jemand. Du siehst ungesund aus, mein Freund. Blöd. Ich glaube, die ist kaputt.
steht der denn wieder auf? Ah, so. So, was haben wir denn jetzt hier unten freigelassen? SCP-079. Hier unten steht immer, was der macht. Ich weiß gar nicht, was das Wort heißt. Sentient Objects, aber der hat wohl Einfluss auf meine Wahrnehmung. Oder zermatscht mein Gehirn oder irgendwas in die Richtung. Wir werden es rausfinden. Ihr wisst wahrscheinlich alle, was das heißt. Ich werde es mir nachher mal in den Google-Übersetzer hauen. Ein Zettel. War das jetzt der? Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache jetzt mal alle auf. Ihr werdet bestimmt noch wissen, welchen ihr noch nicht gelesen habt, falls ihr die durchlest. Soundbug. Oh, der Aufzug funktioniert. Aufzüge in Horrorspielen sind nie eine gute Idee. Was zum Teufel? Nein. Ist das nicht schon wieder dieser scheiß Flur, oder? Oh, was ist dieser Scheiß? Dieser blöde Scheiß, wo wir nicht mehr rauskamen. Hier kniet man gut. Dieser rote Raum. Oh, jetzt kommen wir gar nicht in den roten Raum. Doch mal hier lang. Ich habe mal gelesen, wenn man es bis da hinten ins Loch schafft, soll man angeblich wieder zurück teleportiert werden, aber pff. Da kommen immer noch diese Steine von rechts und links. Wenn die dich treffen, dann ist man Matsch. Ich höre sie, ich sehe aber gerade nichts mehr. Matsch! Klar hat er uns.
uns. Pam! Tja, ich glaube, das war's dann mit uns. Ja, das war's mit uns. Und wir laden nochmal. Und fallen durch den Boden. Es ist doch vorher nicht die ganze Zeit passiert. Das ist ja... dramatisch, langsam. Das ist ein Zeitungsartikel. Ach nee, das ist so ein SCP-Protokoll, aber das Bild... Ich gehe gerade mit meinem Gesicht ganz nah an den Bildschirm, aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Nee. Sieht einfach zu grotesk aus. Irgendwas, das da auf dem Boden liegt, über die Bretter, aber das sieht aus wie eine Krokodilsschnauze, so ein bisschen, aber pff. Ich habe da auch eine lebhafte Fantasie. So, ich möchte gerne nochmal den Raum, also in den Aufzug rein. Da war nämlich eine... Nee, hier will ich nicht nochmal hin. Da war nämlich eine Weste. So eine Art schusssichere Weste. Auch wenn ich nicht glaube, dass die Dinger auf uns ballern, aber... So, der Aufzug war hier. Warte, der ist geil. Der geht alles auf. Modular Side Project. Oh. Ich habe Pause gemacht, weil ich glaube, der gute Mann kommt schon wieder. Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Geh weg. Fahren wieder runter und hoffen, dass er uns in Ruhe lässt. Oh. Nein, tut er nicht. Alter, hau ab. Der kommt einfach von oben runter. Nein! Was? Oh nein, jetzt hat er mich schon wieder. Und ich habe gerade das Medikit genommen. Das ist doch einfach... Das ist doch einfach scheiße. Ach ja, was... Oh, was ist das denn? Das habe ich ja noch nie gesehen. Du wohnst hier unten echt scheiße, hat dir das schon mal jemand gesagt? Du solltest dir einen neuen Inneneinrichter besorgen. Und dann gehen wir wieder hier lang. Huch! Habt ihr den gesehen? Wer das sagt, das findest du wohl lustig. Ich blicke jetzt nicht so. Oh, ich mag deine Spiele nicht. Ich habe das Gefühl, du spielst ausschließlich nach deinen Regeln und die änderst du, wie du gerade lustig bist. Wenn ja eigentlich irgendwie großartig eine Chance, wirklich rauszukommen, kann ich mich nicht gleicher hängen. Oh. Was zum...